Herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Pokémon Revolution Online. Und nein, es wird in dieser Folge nicht das Rückmatch gegen Jackson mit seinem overpowerten Rayquaza geben. Aber es wird etwas anderes geben. Und zwar, also ich weiß schon, wie ich das Rayquaza besiege. Das dürfte eigentlich ganz easy peasy werden. Ja, Zubat, genau. Ich hab dich auch ganz doll lieb. So, ich setze erstmal einen Max-Hyper ein. Ja, der Kampf gegen das Rayquaza, ich weiß schon, wie ich das machen werde. Das wird ganz easy werden. Ich habe mir da eine schöne Strategie zurechtgelegt. Allerdings muss ich dafür eine Kleinigkeit vorbereiten. Und deswegen nehme ich als Überbrückung ein paar Folgen auf. Das dürften vielleicht so 2 bis 3 Stück werden, je nachdem. Bin ich gerade doof? Moment. Achso, okay, ich muss da hinten hin. Genau, deswegen nehme ich so 2 bis 3 Folgen auf, wo ich quasi das mache, was ich eigentlich erst nach dem Kampf machen wollte. Weil ich denke mal, das dürfte eigentlich jetzt auch schon gehen. Und gleich, wenn ich draußen bin, zeige ich auch genau, was ich meine. So, da geht es auch schon raus. So, dann flitzen wir mal gerade noch schnell durch die Höhle. Ja, ja, Jackson kann sich schon mal auf einen Rückkampf gefasst machen, den er höchstwahrscheinlich verlieren wird. Definitiv sogar. So, ich schwimme erstmal hier raus. So, also, wir sind ja aktuell hier bei diesem grünen Punkt und ich denke mal, ich kann dieses Stück hier noch erkunden. Das würde ich nämlich sehr gerne machen. Dann gucken wir uns mal die Route 131 an. Vor allen Dingen würde ich aber gerne in dieser Folge diese Stadt erreichen und nach Möglichkeit auch schon erkunden. Und dann, ja, mal gucken, die Route 133 klingt auch ziemlich, ziemlich interessant, Route 134 sowieso. Und dann geht es auf zu diesem Grünpunkt hier, insofern man da schon was machen kann. Ich würde nämlich gerne wissen, was das ist. Und ja, nachdem wir quasi diese Wasserrouten hier mit allem drum und dran erkundet haben, dann gibt es das Rückmatch mit meiner Strategie. Und danach geht es zum Mond. Das setzt natürlich voraus, dass ich diese Route hier jetzt schon quasi entlang schwimmen kann. Ich hoffe einfach mal, das geht. Ich weiß es nicht, ich hoffe einfach mal, es geht. Ach, wisst ihr was, warum nehmen wir diesen Hermann nicht mit? Warum nehmen wir diesen Typ nicht einfach mal mit? Guten Tag. Dürfte ich mal bitte hier durch? Ich habe einen Schwimmausweis. Ich würde hier gerne durch. Und Brutalander übernimmt natürlich mal wieder die Führung. Wie könnte es auch anders sein? So, dann wären wir mit dem Typen auch fertig. Gut, dann würde ich mal sagen, Route 131 bis zur nächsten Stadt. Ich bin mal gespannt, wie die aussieht. Oh, du hast mich ganz knapp verpasst, mein Lieber. Du hast mich allerdings erwischt. Respekt.
Das Nervige ist jetzt natürlich, ich muss irgendwie meinen Kapilz wieder vergiftet kriegen. Naja, krieg ich schon den. Ein Weil mehr. Ach ja. So. Hätten wir die beiden Experten ja auch kaputt gekloppt. Und wir sind schon da. Nice. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt im Deutschen heißt. Ich glaube irgendwie Floßbrunnen, irgendwas. Und die ist ja recht winzig, ey. Guckt's euch an, die Stadt. Recht winzig. So, dann gucken wir uns mal das wunderbare Pokémon Center an. Sehr interessant. Dann viel Glück dabei, Hans. Guten Tag. Ich frage mich, was das hier mal werden soll. Diese Dinger hier. Was soll das mal werden? Moment. Moment, nochmal. Bitte was? Der Typ draußen versucht einen Shiny Carnivania oder so zu verkaufen. Moment. Das würde mich ja mal interessieren. Aber vorher würde ich gerne noch mal auf die Box gucken. So. Ich wollte da mal etwas. Hallo? Achso. Ich wollte da mal etwas nachgucken. Okay. Ich gucke gerade nach, was ich für meine Strategie noch so fangen müsste. Ich habe mir da so ungefähr was überlegt. Okay, weiß ich Bescheid, was ich für das Rayquaza noch vorbereiten muss. Aber was war hier jetzt mit dem Shiny? Du da dra... Du da doch, oder? Genau du. Ein Golduck? Okay, du bist das nicht, der hier versucht, diese Shiny zu verticken. Wo ist denn dieser Typ, der das versucht? Den will ich finden. Okay. Tja, dieses Haus ist komplett sinnlos. So, gehen wir mal hier rein. Pokémon Collector Shop. Mhm.
schönen guten Tag. Wer ist denn der Typ, der hier versucht, einen Shiny zu verticken? Wird irgendwie eine Geburtstagsparty vorbereitet oder wieso diese ballonartigen Dinger hier? Auch ein schönes Bild mit einem Herz. Ja, ja. Hat die denn einen Namen gesagt? Wer versucht denn hier, diese Shiny zu verticken? Es wird leider kein Name erwähnt. Gucken wir mal hier rein. Fisherman Twivish. Hier ist das. Nee. Er ist das doch nicht. Ich dachte, er wäre das. Wer hat hier diese Shiny? Gibt es das überhaupt oder ist es nun wieder ein Troll von den Entwicklern? Vermutlich ist es wieder ein Troll. Man denke da nur an gewisse Meisterbälle. Du. Hallo Pantimos. Buh. Ich bin ein Gespenst. Buh. Wieso haben die Leute keine Angst vor mir? Kann mir das mal jemand verraten? Sehe ich irgendwie zu ulkig aus oder bin ich kein gutes Gespenst? Ich würde mal fast sagen, wir sind hier fertig. Also. Ich würde nicht noch fast sagen, wir sind hier fertig. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Okay, dann würde ich mal sagen, Route 133, wir kommen und ich bin mal gespannt, ob dieser grüne Punkt da wirklich etwas ist. Ich weiß es nicht. Okay. So, ich sehe schon, ich sollte einen Max Repel einsetzen. Wie kommt der an einen Macho mal? Mit wem hast du getauscht? Du bist ein NPC. Mysteriös. So, hier splittet sich der Weg. Alter, wie weit geht das denn hier runter? Was ist denn hier los? Okay. Okay, wieso geht es hier oben noch weiter? Das ist alles ziemlich verwirrend. Was geht hier ab?
Na, treffen wir uns? Lol. Ich warte mal auf ihn. Na. Oh, verdammt. Der ist fast verfehlt. Ich glaube, der Tag, an dem ein Tohaido einen Headbutt von einem Brutal Lande überlebt, ich glaube, der Tag muss echt noch erfunden werden. Oh, ein Starmie. Cool, ey. Crunch. Ist hier noch irgendwas drauf? Hier ist ein Fisherman. Du verkaufst nicht zufällig einen Shiny? Scheinbar nicht. Und ein weiteres wunderschönes Level-Up für Brutalanda. Hat er dreimal Garados, ernsthaft? So, hat er den auch besiegt, Fisherman Wandelt. Kann einpacken und er hat anscheinend kein Shiny Carnivan, ja? Das ist enttäuschend. Schade. Hier oben ist noch was. Da schwimmt auch akkurat jemand lang und hier ist ein wildes Pilipper. Überlebst du einen Headbutt? Nein, tust du nicht. Gut. Das war ja nur eine Frage. Hätte ja sein können. Okay, hier geht es weiter auf die nächste Route. Ich gucke gerade noch mal hier unten. Ist hier noch was? Ist tatsächlich noch was. Hier geht es hier runter. Zwei verschiedene Wege. Ich nehme mal den unteren. Alter, wie breit diese Wasserrouten sind. Hier ist der obere Eingang. Wie breit das alles einfach nur ist. Schwimmen wir mal hier durch die Mitte durch. Hier ist es schön ruhig. Dann müsste ja gleich dieser grüne Punkt kommen. Ich bin mal gespannt, was das ist. Ob das überhaupt etwas ist. Ich weiß es ja nicht. Ich muss auf jeden Fall gründlich vorgehen und hier alles absuchen. Definitiv. Hier ist schon wieder der Sprung. Na komm, mach mal dich auch noch weg. Libiskus. Wehe, da kommt gleich noch eins. Ein Pilipper, damit kann ich leben.
Nee, nee, also hier ist definitiv nichts, was einem grünen Punkt auch nur ähnlich wäre. Setzen wir mal auf Route 134 über. Das ist schon die letzte. Was soll denn dieser grüne Punkt sein? Da hat sie mich doch glatt gesehen. Und da wäre Gegner Nummer 1 auch schon mal besiegt. Was hat er noch? Ein Tropius. Ach du heilige Scheiße. Natürlich doch. Ich glaube, da fliege ich doch mal in die Höhe. Ja genau, mach du mal Body Slam ins Leere. Das kann mir total scheißegal sein. Fliegen dürfte dich besiegen. Jawohl. Was ist der grüne Punkt? Lol. Was? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Alter, wie fies. Die Dinge habe ich ja gar nicht gesehen. Also gibt es hier doch diese Strömung, wo man da nicht mehr zurück kann. Hä? Ach so, lol. Scheiße, hätte ich das mal gesehen. Jetzt bin ich da schon drüber. Kann ich dem Typen irgendwie aus dem Weg gehen? Ach komm, ernsthaft jetzt? Willst du mich jetzt verarschen? Ach, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Komm her, du Lulatsch, du. Oh, guten Tag. Du auch? Verdammt, jetzt bin ich hiermit ja schon in einer Folge fertig geworden. Allerdings frage ich mich, habe ich da jetzt was übersehen oder... Gibt es diesen zweiten grünen Punkt einfach noch nicht? Das würde ich jetzt natürlich schon gerne mal wissen. Habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Na verdammt, jetzt bin ich natürlich wieder hier. Ja gut. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich kann das natürlich nicht mehr... Lol. Ich kann noch nicht mal... Na, nice, das ist natürlich wunderbar. Tja. Gut, was soll ich sagen? Das, was ich in 2 bis 3 Folgen machen wollte, habe ich jetzt in einer Folge einfach so geschafft. Ich frage mich aber, habe ich jetzt was übersehen oder gibt es diesen grünen Punkt hier noch nicht? Ich meine, diesen grünen Punkt hier, ich weiß nicht, ob es den überhaupt geben soll, den hier außerhalb. Ich habe aber eigentlich alles gründlich abgesucht. Okay, nicht so gründlich wie sonst, aber... Das ist natürlich die Frage. Gibt es diesen grünen Punkt hier? Ist da irgendwas? Tja, das Blöde ist, wir kommen von dieser Seite nicht mehr zurück. Das heißt, ich werde auf jeden Fall einen Bogen gehen müssen.
Da muss ich das mit dem grünen Punkt irgendwie in der Extra-Folge nochmal irgendwie klären, insofern da denn was sein sollte. Ich glaube, ich werde mich da einfach mal informieren, ob da denn was ist. Und dann, je nachdem, ob da was ist oder ob da nichts ist, werde ich dann da hingehen. Ich glaube, ich gehe mal Monkey D. Luffy besuchen. Genau. Ess du mal die Gum-Gum-Frucht und dann wird schon alles gut. Lol. Gleich ein Pokéball. Moment, den können wir jetzt ja holen. Wir können doch noch was machen in dieser Folge. Und zwar diesen Pokéball holen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Lol. Krabi, ernsthaft? Willst du mich jetzt verarschen? Ein Sonderbonbon. Nice. Tja, gut. Dann würde ich sagen, ich nehme mal an, hier kommt man immer noch nicht rein. Ach ja, Moment, was ich gerade noch machen könnte. Wunderschönen guten Tag. Hast du zufällig? Du hast es zufällig. Ach, du bist ein Schatz, du. Okay, wie viel haben wir denn davon aktuell? Wir haben noch 28. Also 10 Stück könnte ich davon ja mal mitnehmen. Nehmen wir mal 10 Stück mit. Zack. Kostet zwar eine schöne Stange Geld, aber die Dinger sind echt super spitzenmäßig. Dann haben wir 38. Das ist auf jeden Fall ultra viel. Kann ich hier zufällig noch ein paar Schützchen einkaufen? Das würde mich interessieren. Normaler Schutz, den nehme ich nicht. Aber ich nehme ein paar Supertränke. Ich denke, ich nehme mal so 15 Supertränke. Die stecke ich mir mal in die Tasche. Und ich glaube, so 10 Superbälle könnte ich eigentlich auch einfach mal mitnehmen. Ich meine, Superbälle kann man nie genug haben. So, haben wir auf jeden Fall mal wieder ordentlich eingekauft. Und ich würde mal sagen, wo stelle ich mich denn mal hin? Ich glaube, ich stelle mich zu dem Windrad. Tja. Genau, ich stelle mich, glaube ich, mal genau hier hin. Ja. Okay, einfach mal ein Fahrrad fahren. Tja, da habe ich in dieser Folge doch glatt das geschafft, was ich eigentlich in 2 bis 3 Folgen schaffen wollte. Und zwar dieses ganze Ding hier erkundet, die Stadt mitgenommen. Leider nicht den grünen Punkt hier gefunden. Also entweder ich habe es übersehen, kann jetzt logischerweise nicht mehr auf direkten Wege zurück. Oder da ist einfach noch nichts. Das kann natürlich auch sein, aber eigentlich müsste da etwas sein. Die Frage ist, was? Tja, entweder werde ich in der nächsten Folge herausfinden, was dort ist, weil dann werde ich dort nämlich starten und mit euch zusammen diesen grünen Punkt erkunden. Oder es könnte auch schon sein, dass in der nächsten Folge dann der Rückkampf gegen Jackson kommt. Ich bin mal selber gespannt, was passieren wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann, ciao!